Cheerio, meine lieben Pokémon-Trainer, willkommen zurück zu Pokémon Gelb. Ja, warum wir jetzt mit einem Kampf sind, ich musste gerade feststellen, dass mein OBS-Bild sich verschoben hat. Ja, deswegen musste ich das jetzt gerade nochmal nach gerade rücken. Hat sich nicht viel getan, ich habe wie gesagt vorher einen Blitz geholt. Wir sind jetzt mit einem Kampf hier, wir sind nämlich auf dem Weg zum Dingstunnel, zum Felstunnel. Ich habe die vorher einen Blitz geholt und habe sie Pikachu beigebracht, so. Also Lumi musste sie lernen, weil sonst keiner... Was ist das gerade noch was konnte? So, wie jetzt gesagt, wir gehen jetzt gerade in Richtung Felstunnel. Weil wir nach Lavandia müssen. Also immer wieder jetzt sowieso eine neue Route, das heißt wieder neue Pokémon, neue Pokémon, neue Pokémon. Da. Level 23, das ist wunderschön. Ja, wie ihr seht, habe ich die Orden auch nachgeholt, so. Ist zwar nicht alles symmetrisch oder papyritrisch und hast nicht gesehen, aber ich finde, dafür stehen meine Pokémon-Let's Plays auch manchmal so ein bisschen, dass eigentlich alles einfach schief und krumm ist. Ich könnte lieber was trinken, ich habe halt noch nichts getrunken. Da. Hallo Mirapla. Ich habe letztes Mal auf YouTube so eine andere Lok gesehen, so eine neue Lok. Ich werde mich auf jeden Fall mal schlau machen, weil ich muss sagen, es macht mir unglaublich wieder Spaß, Pokémon zu spielen. Und vielleicht mache ich nach diesem Pokémon Let's Play nochmal ein weiteres. Aber ich würde schon gerne neue Sachen ausprobieren. Und wenn nicht, dann machen wir was anderes. Also nicht nur eine Nuzlocke, vielleicht irgendwie eine Redlocke. Wann haben wir das letzte Mal eine Wetlock gemacht? Haben wir das überhaupt schon mal gemacht, eine Wetlock? Also jetzt im Let's Play, also ich weiß, dass ich im Privaten mal eine gemacht habe. Oh, ich weiß gar nicht, ob ich das im Let's Play gemacht habe. Ja, Solinks wird es nicht geben. Erstens habe ich niemanden, mit dem ich das machen kann. Und zweitens ist das irgendwann ein Ding von mir und Pelopop gewesen, deswegen... Nee. Affa. Meinst du, hör mal auf damit? Dum. Ach, das waren noch Zeiten damals. Pelepop und ich hier gemeinsam, dann dieses Essen und dann die Solings sind aufgenommen. Ja, er hat ja leider mit YouTube aufgehört. Das ist ja das Traurige. Also zum Schluss hat er immer noch WoW-Let's Plays gemacht. Einfach, weil ich sag's ehrlich, er in WoW feststeckt. So. Ist leider eine Tatsache, mein lieber Freund. Auch wenn du das hier anguckst. So, und du weißt, dass ich das sehe, wie viel du spielst. So. Ja, aber jetzt noch Stream, weiß ich es nicht. Also ich bin ja, wie gesagt, ich bin nie der Stream-Fan gewesen. Ich gucke mir auch so gesehen Streams überhaupt nicht an, muss ich ehrlich gestehen. Wenn dann irgendwelche Zusammenschnitte, wie zum Beispiel, wenn Gronkh was gestreamt hat oder so. Auf YouTube oder sowas sonst. Weiß nicht, ich bin so eher der YouTube-Teleport. kann denn jemand von uns Lieder Teleport lernen? Das ist eine gute Frage. TM30 wurde später Spukball. Ich glaube, eine wesentlich bessere Wahl. Hi! Du bist beim Wanderer, ne? Das heißt, mit Fiete würde ich da nicht wirklich weit kommen. Lass mal das mal Kings machen. Brock ist ja auch so ein bisschen überlevelt schon mit Level 24. Ja, auch wenn sie mit Macholo ankommen können. Ja, das ist auch eine Sache. So, machen wir einen Mega-Hieb. Ja, wir haben nur noch zwei Pokémon, die sich entwickeln. Aber das wird eine ganze Ecke dauern. Mit Fiete, mit Ryu. Bei Level 36. Yay, Kingston Level 23. Fuchtler, da ist er. Der ist auch so OP. Mach ich für Hornattacke rein. Ja, für die nächste Arena, da haben wir haufenweise Auswahl. Hallo, Onyx. Onyx hätte ich auch gerne. Wie gesagt, dafür würde ich dann wahrscheinlich Brock raustun. Wenn nicht, vielleicht sogar Kingston.
Also nichts gegen Kingston, ja, aber erstens haben wir ein Boden-Pokémon schon mit Brock und ein Gift-Pokémon mit Mace. Von daher. Mal sehen. Wenn wir eins fangen. Müssen ja erstmal einen Onix finden, wo wir was fangen können. So. War das schon etwa alles? Also, da kam noch was nach. So, das ist ja schön und gut, aber ich möchte gerne Fiete erstmal auf 24 bringen. Wenn jetzt erstmal die anderen vier Pokémon alle auf 24 bringen. Danach geht es in Richtung 26. Ich werde einmal der beste Weltpost-Pokémon-Trainer. Ich werde der allerbeste sein, wie keiner vor mir war. Bum, bum, bum. Hallo Sander. 24, ey. Wir ziehen aber ganz schön an hier. Aber sagen wir mal einfach 4-6 Pokémon trainiert. Nee. So, währenddessen kann ich einen Schluck trinken mal. Ist unversehrt. Wie? Was hat denn der vorgehabt? Dass ich unversehrt bleibe. Uff. Alter, stopp! Bist du wahnsinnig? Ach Gott, ja komm, Keks, ich tu mir mal. Geh auf Fissur, bist du wahnsinnig? Hörst du auf damit? Alter, der kann auf Level 24 hier. Ist das dein Ernst? Jetzt muss ich bei Brock mal gucken. Wo Brock ist Level 24, der kann doch keine Geofisse. Wieso kann dein scheiß Vieh Geofisse? Ich habe ja Sandama, stimmt ja. Ich habe ja nicht mehr Sandan. Alter, Geofisse, das ist aber ein Dachschaden. Hoho. Ja, genau, komm mit dem One. Es reicht ja nicht, dass wir nachher schon sowas wie Finale und Explosion haben. Nein. Komm mit Geofisse auch noch an. Hi. Ich stehe den Tag früh auf, um meine Pokémon in ihren Kokon zu fliegen. Oh, das ist aber lieb. Ah, frühes Aufstehen ist auch was Tolles, definitiv. Muss aber sagen, dass ich echt extrem überschlafen habe, ey. Bibo, euch ja. Denn ich bin gestern echt um 22 Uhr ins Bett gegangen, so, und habe bis heute Morgen echt um 19:30 geschlafen. Hey, hey, hey. Oh, tatsächlich Volltreffer. Aua. Und Bibo, zweite. Alter. The Damage. Komm, Kingston, Fuchtler. Und 24 auch für Kingston. Wunderbar. Was? Das war nicht das reine Zeitverschwendung. Nein! Du hast zwei starke Bibo. Hör auf, das zu sagen, das wäre Zeitverschwendung gewesen. So, dann fangen wir uns mal ein neues Pokémon, Freunde. Warte mal, ich guck mal kurz auf unsere schlaue Karte. Da ist sie. Genau, das ist Route 9. Route 9, dann kommt der Felstunnel. Und das ist Route 10. Alles klar. Dann mal go. Na gut, warum nicht? Ein Nidoran weiblich. Dö. Oh, Alter. Hört doch mit diesen Volltreffern dauernd. Ich glaube, ich wechsle dem Mist mal zur Sicherheit die Box. Weil, wenn eine Box voll ist, kann man keine Pokémon mehr fangen. So, Nidoran weiblich, Giftdorn. Dieses wilde Pokémon vermeidet den Kampf. Das kleine Horn auf seinem Kopf enthält Gift. So, und da wir hier Kingston haben, nennen wir dich Queenie. Problem war, ich wollte gerne mit Gamepad spielen, aber irgendwie funktionierte das nicht so gern. Deswegen muss ich mit Dings spielen, ja? Mit Tastatur.
So, machen wir erstmal hier oben weiter. Hi. Krieg meine Käfer-Pokémon. Wieder? Aber kommt mir gerecht. Ich habe nämlich gerade ein Pokémon vor, der seine Käfer-Pokémon so richtig in den Pentern tritt. Ein Raupi auf Level 20, dein Ernst. Hier. Ich meine, ich darf nichts sagen. Obwohl, doch, ich darf was sagen. Raupi lernt nämlich überhaupt nichts mehr. Und mein Voltilam kann ich bis Level 100 haben und es lernt trotzdem weiter Sachen. So. Tschüss. Blutzug. Zack. Aber überlebt das mal. Ey. Jetzt muss ich ja mit Kratzer zuschlagen. Da, da, da. Tschüss. Meine Käfer-Pokémon sind alle K.O. Warum ist noch so ein Wanderer, ey? Überall sind Wanderer hier. Hi. Ja, das habe ich auch vor. Das habe ich auch vor. Durch den Feld zu nach Lavandia. Ein Pfadfinder mit 4 Pokémon ist ja. Natürlich Rotfratz. Lass mich ratten. Ratten. Lass mich ratten. Lass mich ratzen. 4-mal Radfratz. Und es brennt. Das heißt, weniger Schaden. Ja, okay. Trifft sowieso nicht. Bam. Tschüss, Radfratz. Oh, nee. Jetzt kommt der Dick da. Er kommt der Dick da. Das ist schon Schaufler kann. Okay, das ist nicht cool. Fiete? Ja. Tschüss. Das brauche ich jetzt nicht mit Rio. Ein Dickte, das hier mit Schaufladen kommt. Ein Rettan. Da können wir aber auch wieder Rio reinschmeißen. Mir fällt traurigerweise nicht gleich, ob ich habe kein Gegengift gekauft. Und schon wieder verbrennt. Was ist los hier? Und Kratzer. Und weg war's. Juhu! So. Und dann dann. Solange es hier nicht wieder mit Geofies 2 ankommt. Alter. Jetzt muss ich vor jedem Sandern ab Level 24 Angst haben. Dass es mit Geofies 2 hier ankommt. Na gut, hier ist nix. Da oben ist ein Wanderer. Unten ist ein Wanderer. Was war's? Mace kann leider auch nichts machen gegen die ganzen Wanderer, deswegen. Da kommt nur zu dem Brock. Hi. Ah, wie ist mit dem Kämpfchen? Klar, kämpfen wir. So. Hallo, Kleinstein. Oh nein, ich level 21. Level 21 heißt, dass die Dings schon können. Finale. Was er instant doch einsetzt. Warum auch immer. Das hat gerade Rock eine erhöhte Verteidigung. Also kriegt Onix den Schaufler. Alter, na, was geht los? Ein fairer Kampf, ja. Auch wenn ich nicht verstehe, warum du deinen Kleinstein sofort in die Luft gejagt hast, sobald es draußen war. Es wäre etwa so, als wenn du den Pokéball wirst. So, los, Kleinstein, setz Finale ein. Pring, so. Du kleiner Rabauke. Das ist aber niedlich. Du hast keine Chance, du kleiner Rabauke. So. Kleinstein, aber unter 21. Ja, also kein Finale für dich. Bam. Dö, dö, dö. Tschüss, Kleinstein.
ein Machado. Können wir Schlitzer einsetzen. Level 25 für Brock. Und noch einen kleinen Stein. Tschüss. Und tschüss. Da, 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 da. Was ist passiert? Ja, du hattest keine Chance, du großer Rabauke. So. Video wieder nach vorne und weiter geht's. Heps. Hallo. Trau dich ruhig mit mir zu kämpfen. Gerne. Habe ich kein Problem mit. Bam, 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 badam, bam. Hallo Mauzi. Glutattacke. Ey, lass mein Geld in Ruhe. Lass mein Geld in Ruhe hier. Au. Und tschüss. Das war zu viel des Guten. Hätte man mit 46 Dido. Das ist gut. So, das ist aber jetzt hier keine Route, ne? Also keine besondere Route. Doch, wir sind schon auf Route 10. Hä? Das passt aber nicht so ganz, wenn über uns der Felstunnel sein soll. Verstehst du, was ich meine? Ja, egal. Gut, wenn das hier Route 10 ist, dann fangen wir uns natürlich gleich das nächste Pokémon. Ist ja. Ist, nein, ich will kein Pokéball einsetzen. Also jetzt noch nicht. Na dann mal go hier. Dann schauen wir mal. Und. Ah, haben wir schon. Das war Nummer 1. Nummer 2. Nummer 3. Einmal Cholo. Okay. Dann fangen wir uns mal einmal Cholo. Ey, der hat einen Volltreffer die ganze Zeit. Rio, hör mal auf damit. Ja, werden wir es nie trainieren, weil wir es nicht entwickeln können. Machado, Kraftpots. Dieses Pokémon ist recht klein, doch seine Kampfsportkenntnisse machen es zu einem sehr starken Gegner. Mal sehen, ob das patzt. Der Macho Man. Yeah. Kann das nicht nachmachen. So. Hier ist das Pokémon Center. Hallo. Wie gesagt, ich würde jetzt gerne einmal die Box kurz wechseln. Genau, komm, speichern wir das Spiel. Ich speichere ich auch so nochmal das Spiel hier. Hi. Ja, einmal Helm bitte. Pika Pika. Aber dafür geht Lumi freiwillig im Pokéball, ne? Aber sonst. So, Dankeschön. Bye bye. Hi. Erstmal, wenn ich in einer Pokémon-Arena gekämpft habe, wurde ich besiegt. Das hört sich unschön an. Ein Pummeluff. Level 20.
Wundert mich doch schon ein bisschen. Und das. Dann. Oh nein. Kein Aussetzer, bitte. So, tschüss. Pipi. Ah, Mace. Komm, falls du gut besetzt ist, also verdingst ist. Konfu-Stahl. Patsch. Und dann Biss. Patsch. So. Sehr schön. Rio erreicht auch Level 24. So, schon fertig mit ihm. Das ist gut. Versucht Raserei zu lernen. Was soll ich damit? Nö. Nein, nicht schon wieder. Also im Grunde müsstest du mit deinem Pokémon aber Chance gehabt haben. Egal, wir gehen weiter. Tschüss. Wir gehen jetzt in den Felstunnel. Der unglaublich dunkel ist. Lumi, Blitz bitte. Aha. Aha, aha. So Leute, ich würde sagen, ich beende die Folge mal für heute. Beim nächsten Mal bewegen wir uns dann durch diesen wunderschönen Felstunnel hier. Wer also mal mit dem Papa bewerten könnte, denkt auch an den roten Knopf der Pokémon Meister. Und dann bis zum nächsten Mal. Bye, bye.